glaube, wichtig ist vor allem eine gewisse Sensibilität, dass wir eben nicht unbedingt auf die kulturellen Unterschiede so viel achten. Es geht mehr darum, dass wir sehen, was wir alle gemeinsam haben. Es ist, glaube ich, wichtig, das gemeinsame Ziel, das wir formulieren, dass wir gemeinsam auch die Nachbarschaft voranbringen möchten, dass wir auch ein Umfeld möchten, in dem die Kinder auch gut aufwachsen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie befreundet sein können, unabhängig von ihren kulturellen Hintergründen und eben merken, dass sie alle zur großen Familie Menschheit gehören. ما بتونیم که جلسه های آمادگی از قبل رو ایجاد کنیم، راجع به اون قضیه صحبت کنیم، بتونیم انواع و اقسام نظرها رو بذاریم وسط و بهترین هاش رو برداریم و برای رسیدن به اون هدف اون رو خرج کنیم یا استفاده کنیم. Es ist ganz entscheidend, dass man eher an Themen zusammenarbeitet. Und über diese Zusammenarbeit merkt, die Visionen, die wir dabei haben, sind ganz ähnliche. Wenn ich von vornherein sage, wir haben Frieden miteinander, so ist das zwar eine schöne Aussage, aber es gibt dann Vorbehalte. Frieden mit diesen Menschen, die Gewalt anwenden. Ja. Das ist für die meisten nicht vorstellbar und ist ja auch nicht wünschenswert. Aber wenn ich sage, wir wollen ein bestimmtes Thema gemeinsam bearbeiten, dann entsteht dadurch ein friedliches Miteinander. Und dieser Prozess ist, glaube ich, ganz entscheidend, um zur Gesellschaft etwas beizutragen, was zur Integration, zu einem besseren Miteinander führt. Für einen Wandel brauchen wir mehr als nur die Bemühungen von Einzelnen, die sich alleine aufmachen, sondern die Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Fähigkeiten, die es dann zusammen, die ein größeres Projekt zusammen angehen können. Und jeder kann seinen Beitrag leisten. Eine gemeinsame Entscheidung in solchen Gruppen treffen zu können und die gemeinsam auch tragen zu können, ist es natürlich wichtig, Kompromisse einzugehen. Man kann nicht sagen, 100% meiner Liste müssen erfüllt werden bei dieser Umsetzung. Das funktioniert einfach prinzipiell nicht, sondern man muss auch sagen können, okay, vielleicht können nur 1, 2 meiner 10 Punkte umgesetzt werden. Und andererseits muss man auch irgendwo versuchen, die persönlichen Aspekte und die persönlichen Meinungen an hintere Stelle zu stellen und das größere Ziel im Auge zu behalten. Wenn man nur im Theoretischen bleibt, nur im Dialogischen bleibt, dann stilisiert man oft die Grenzen und Unterschiede und Definitionen so hoch, dass die Differenzen stärker betont werden. Aber in dem Moment, wo angefangen wird an der Thematik Friedensarbeit oder Überwindung von Hass oder biologische Vielfalt zusammenzuarbeiten, da merkt man, dass doch sehr vieles sehr ähnlich ist und dass sich Menschen dabei gut verstehen können.